Du hast eine Schrotflinte. Ich sehe das. Bam. Klatsch, da hat's mich erwischt. Na, super. Na, Glück gehabt. Natürlich sind die Flat intelligent. Um mal kurz den Wortlaut des Illuminaten wieder aufzufangen. Die sammeln ja die komplette Intelligenz von den ganzen Viechern, die sie assimiliert haben. So ähnlich wie die Borg von Star Trek oder so. Nur ist es das hier die viel heftiger, finde ich persönlich. Zu reparieren. Ihre parasitische Natur täuscht über ihre Intelligenz hinweg. Was? Du lebst noch? Du lebst nicht mehr. Kommt mir nicht zu nah. Da war noch ein Heatpack. Habt ihr es gesehen? Ich hab's gesehen. Aber für sowas gibt es einen Schrapnell-Look. Schrapnell. Mehr Schrapnell. Für hässliche Körperwunden, bitte schreien Sie hier. Wie, er ist schon wieder weg. Scheiß Illuminat. Nein! Was ist denn hier los? Konfliktlösung auf die Illuminatenart oder was? Bah. Als Maul. Ja auch. Mir deinen Arm. Wow. B. T. F. Das heißt, das Ganze nochmal von vorne oder was? Das Ganze. Jetzt habe ich hier gar keine Lust mehr. Also, ich habe jetzt auch so oder so keine Lust mehr. Weil ich habe nur einen Schuss für die Schrotflinte. Einen Schuss. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich doch echt verarschen, oder? Einen vergammelten Schuss für die Schrotflinte. Ne, da. Da ist ein Schuss für die Schrotflinte. Nochmal schnell hart durchgeatmet. Bam, tot. Bam, tot. Kommen sie hier von allen Seiten wieder angegeiert. Ja, Menschenfleisch. Und sie den Index zurück. Siehst du nicht gerade, dass ich Besseres zu tun habe, als den scheiß Index zu holen für dich? Illuminat, du. Ich habe wirklich gerade Besseres zu tun. Jetzt können wir uns mal langsam hier voranwerfen. Geschafft. In einer Rekordzeit von 40 Minuten. Dadam! Die Energieschranke um den Index wird deaktiviert, sobald wir das Erdgeschoss erreichen. Ja. Ja. Sie haben jetzt Zugriff auf den Index. Ich nehme den Index während des Transports an mich. Organische Lebensformen sind für Infektionen anfällig. Der Index darf nicht in die Hände der Flat gelangen, bevor wir den Kontrollraum erreichen und die Einrichtung aktivieren. Die Flat breiten sich aus, also Tempo. So, und wir werden wieder teleportiert. Und ja, das Level ist fertig. Und oh mein Gott, Alter. Halleluja. Ist jeder Organismus, der genug Masse und kognitive Fähigkeiten hat, ein potenzieller Überträger?
Stimmt etwas nicht? Nein, nein. Gut, wollen wir? Der läuft so, als würde er auf dem linken Bein hinken. Hat er doch ein paar mehr Verletzungen davon gekriegt. Meine Nützlichkeit nun erschöpft. Das Protokoll gestattet es Einheiten meiner Klasse nicht, eine so wichtige Aufgabe wie die Vereinigung des Index mit dem Kern auszuführen. Dieser letzte Schritt ist der Ihre, Reclaimer. Merkwürdig, das ist sehr unerwartet. Ach, wirklich? Cortana! Ich war die letzten 12 Stunden hier drin und habe zugesehen, wie Sie diesem Ding helfen, unser Grab zu schaufeln. Er ist ein Freund. Oh, das war mir nicht klar. Ein Kumpel. Sehr schön. Ist Ihnen klar, wozu er Sie beinahe gebracht hätte? Ja, zum Aktivieren von Halo und Vernichten der Flood. Dazu haben wir den Index in den Kontrollraum gebracht. Im Ernst? Eine künstliche Intelligenz im Kern? Das ist völlig inakzeptabel. Klappe halten! Wie unverschämt! Ich werde sie löschen! Vielleicht keine gute Idee. Wie können Sie es wagen? Wagen? Ich habe den Index. Und jetzt zieh Leine. Genug! Die Flood breiten sich aus. Wenn wir Halo aktivieren, löschen wir sie aus. Sie wissen nicht, was der Ring tut, stimmt's? Wozu er gebaut wurde. Halo tötet nicht die Flood, sondern ihre Nahrung. Menschen, Allianz, alles. Wir sind alle essbar. Die Flood stoppen nur, wenn sie keine Nahrung haben. Und genau dafür sorgt Halo. Die Auslöschung allen empfindungsfähigen Lebens. Fragen sehen. Los! Stimmt das? Ungefähr. Technisch gesehen hat der Impuls einen Wirkungsradius von 25.000 Lichtjahren. Da die anderen folgen, gibt es in der Galaxis kein Leben mehr. Zumindest kein Leben mit genügend Biomasse, um die Flood zu ernähren. Aber das war Ihnen ja klar. Oder etwa nicht? Da fehlte wohl ein Detail. Wir haben die Eindämmungsvorschriften genauestens befolgt. Sie haben mich bei jedem Schritt durch diese Krise begleitet. Chief, ich orte Bewegungen. Warum zögern Sie? Sie haben es doch schon getan. Wir müssen weg. Sofort. Letztes Mal fragten Sie mich, was würde ich an Ihrer Stelle tun, wenn ich die Wahl hätte? Meine Antwort lautet nach wie vor. Es gibt keine Wahl. Wir müssen den Ring aktivieren. Wir müssen weg. Wenn Sie nicht helfen, suche ich mir einen anderen. Ich benötige den Index. Geben Sie mir die künstliche Intelligenz oder ich muss sie mir nehmen. Kommt nicht in Frage. So sei es. Kopf aufbewahren, Rest beseitigen. Achtung! Halleluja. Ja! So, und wir sind jetzt auch schon im nächsten Level, und zwar ist das, das nächste Level, und zwar mit dem passenden Namen Doppelter Verrat. Ich habe zwar noch keine Ahnung, was das, wo der doppelte, Verrat ist, ich habe nur einen bis jetzt gefunden, und zwar den, der gerade, anscheinend der Illuminat mit uns gemacht hat. Und, ja, was gibt's noch groß zu erzählen? Gar nichts eigentlich, denn ich werde hier Schluss machen, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao.